Fahrgast kannst du uns gerne die Frage stellen. Ja, du siehst gut aus. Ein schicker Outfit hast du an. Oder soll ich dir noch was dazu sagen? Wieso lachst du dann? Timo versteckt die Kameras. Entschuldigung, die Herren, dürfte ich eine Frage stellen? Ja, wir auch. Ja, ich such dir auch. Was wir tun die Turbinenhalle suchen hier. Aber ich wollte doch eigentlich die Frage stellen. Ach so, nein, ich suche was anderes, ehrlich gesagt. Ja, gerne. Köln Hauptbahnhof möchte ich gerne. Jesus Maria, da würden wir auch mal gerne. Köln. Keine Ahnung. Wir kommen nicht von hier. Von wo kommen die wohl? Von Köln. Wer ist das denn? Ja. Warte mal, ich frag dir mal, wer ist. Sorry, wer bist du? Nein, ich sag nur, du bist in Oberhausen. Ob der dazugehört? Gehörst du dazu? Gehört ja, dazu? Ah ja, gehört dazu. Okay, dann verstehe ich jetzt die Sache. Du bist nach Köln. Genau, nach Köln, ja. Da soll ja dieser Dom stehen. Ja. Den gucke ich mir mal an, dachte ich mir. Ja, du musst ja erstmal nach Köln fahren. Die Frage ist, wie komme ich nach Köln? Das ist jetzt die Frage, die ich gerade habe. 1,4 Kilometer. Wahrscheinlich 1,4 Kilometer? Das ist doch viel länger. Das ist doch viel länger als 1,4 Kilometer. Wir fahren mit dem Taxi jetzt. 18 Minuten, das kann nicht sein. Ich fahre viel länger nach Köln. Das ist unmöglich. Was ist es denn? Was sagt denn der Name? Ja, auf jeden Fall nicht 1,4 Kilometer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, genau. Dann musst du mit dem Zug fahren. Ja, ich wollte ja nur wissen, welchen ich nehmen muss. Richtung Mülheim. In Mülheim war ich schon. Ich habe gehört, in Mülheim soll es richtig leckere Brötchen geben. Aber ist eigentlich viel zu spät. Sorry, ich habe gerade Gedanken. Mülheim? Ja. Mülheim ist ein Stadtteil von Köln. Ob dich wirklich nach Mülheim müssen? Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mich entführen will und hinter in Mülheim jemand auf mich wartet, der mich dann, naja, im Kofferraum verstaut. Also Mülheim und dann? Ja, Mülheim ist Köln. Aber der guckt mich ganz schön böse an. Nein, ich bin. Wie bitte? Mülheim ist ein Ortsteil von Köln. Mülheim ist doch nicht Köln. Mülheim ist Mülheim. Nee, Mülheim ist ein Ortsteil. Der will mich in eine Falle locken. Nein, ich will nicht. Der macht mir ein bisschen Angst, weil der so groß ist. Willst du mir in eine Falle locken? Was denn? Falle? Achso, ich meinte jetzt nach Köln. Kannst du hören, was ich denke? Falle, weil du Falle gesagt hast. Wie kommst du gerade auf Falle? Digga, was ist mit dir? Mülheim ist ein Ortsteil und ein Stadtteil von Köln. Kannst du hören, was ich denke? Ja. Komm, wir müssen los. Alter, hau rein. Hier, hau rein, sei ein Yu-Gi-Oh! Und kommt. Danke. Pardon, mein Herr, dürfte ich mich hier zugesellen? Ja? Okay, bleiben Sie sitzen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Wäre das vielleicht okay, wenn ich hier ganz kurz so ein Placement reinsqueeze? Ja? Okay. NordVPN hat ein neues Feature, den Bedrohungsschutz. Der Bedrohungsschutz schützt dich vor schädlichen Webseiten, Viren, Online-Trackern und aufdringlicher Werbung. Wenn du versehentlich eine infizierte Datei herunterlädst, wird sie sofort gelöscht, bevor sie auf deinem Computer Schaden anrichten kann. Wer kennt es nicht? Man öffnet eine Webseite und schon wird man mit Pop-up-Werbung bombardiert. Der Bedrohungsschutz blockiert sie für dich. Der Bedrohungsschutz schützt sich selbst dann, wenn du gerade nicht mit einem VPN-Server verbunden bist.
Von mir aus kannst du eine Stunde hier stehen bleiben. Das ist überhaupt kein Problem. Soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Ey, wenn du Helfer brauchst, sag's doch. Dann nicht. Die Hand danach, die ist alle. Dann nicht. Quasi. Nein, Tiger, Colin, wird. Ist alles okay? Kannst du das bitte lassen? Nein. 17. Mega. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Ja, ich kann mich auch so machen. Hallo, hallo. Hallo. Entschuldigung, wisst ihr vielleicht, wie ich zum Bahnhof komme? Ich dachte, ihr habt gerade Google Maps auf oder so. Deswegen dachte ich. Wo lang? Was ist los? Wisst ihr das noch nicht? Nein. Okay, dann frage ich einfach weiter, danke. Oh! Jura, Chai. Das ist gut. Hat er mich geredet? Hat er mich schon gesehen? Okay. Den Film nehme ich dahin mit versteckter Kamera. Wir machen nur schwarz, seht ihr da? Wir filmen. Wir haben ein lustiges Video. Du büßt an, dass ich dir was nicht angetan habe. Aber ihr wart richtig, richtig nett, wart ihr. Und heute gucke ich einfach Leute an und sag nichts. Ja. Danke, ciao. Klar, der Film, da. Ich wusste nicht, ob du weinst oder lachst. Ich musste kurz nach dir gucken. Nee, wir haben einen YouTube-Kanal. Wir drehen verschiedene Videos. In dem Video starren wir einfach nur Leute an und gucken, was passiert. Aber ihr wart cool geblieben. Du auf jeden Fall. Ein paar lustige Reaktionen. Sagen. Ihr wart sehr cool. Iratsch TV. Ist okay, wenn ihr mit dabei seid? Iratsch. Ich bin Iratsch. Schon ein paar Videos von dir. Ja, jetzt bist du dabei, wenn es okay ist für dich. Spaß noch. Danke euch, Jungs. Geile, geile Leute auf jeden Fall noch. Schönen Abend noch, ja? Und auf YouTube, da drehen wir immer so Videos mit verstellter Kamera. Ja, ich bin auch ein komischer Typ. Erschrocken? Hab ich gesehen. Hat man gar nicht gemerkt, das war ein gutes Pokerface. Wir haben Comedy-Kanal auf YouTube. Ist okay, wenn ihr dabei seid, das war auf jeden Fall eine super lustige Reaktion. Ja klar, können wir machen. Du willst ein Bild machen, aber kennst mich gar nicht? Aber warum willst du ein Foto machen? Du kennst mich doch gar nicht. Ja, du meinst, es ist von YouTube. Und das reicht? Okay, let's go. Ja, wir filmen eigentlich da, raten mit verschiedene Kamera. Wir machen einfach mal ein Living a dream, the alternate reality. Cash rules, that's my everyday mentality. Guess that's why all these haters are mad.